Herzlich willkommen zu unserem Oster-Countdown. 40 Tage, 40 Menschen aus der Bibel. Wo machen wir den Anfang? Da bin ich wenig kreativ. Natürlich bei Adam. Bei Adam, von dem im zweiten Teil des Schöpfungsberichtes, im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose ausführlich berichtet wird. Ich lese uns aus Vers 7. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Wir nennen ihn Adam. Wir nennen ihn Mensch. Das hebräische Wort für Adam wird mit Mensch im Deutschen übersetzt. Und doch trifft es nicht ganz das hebräische Wortbild dahinter. Geht verloren. Das Wortbild dahinter ist Erde. Adam heißt Erde. Aus dem Staub der Erde vom Acker genommen ist der Mensch. Der Mensch also ein Erdling. Das hebräische Wort für Acker heißt auch Adama. Spannend. Spannend auch, dass erstaunlicherweise die Zusammensetzung, die chemisch-physikalisch-biologische Zusammensetzung des Menschen gar nicht so viel unterschiedlich ist zu der Zusammensetzung von Ackerboden. Da ist in beiden ganz wesentlich drin Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel. Im Menschen wie im Ackerboden. Wunderbar sind wir geschaffen. Wunderbar ist diese Welt. Das Entscheidende ist, Gott gibt diesem Menschen das Leben. Und im Garten, da ruft er ihn. Wo bist du? Und so habe ich heute als Herausforderung eine Frage. Erstens, bist du bereit zu lesen? Aus 1. Buch Mose, Kapitel 2, Verse 4b bis Kapitel 3, Vers 24. Bist du bereit, mit Jesus Christus darüber zu sprechen und dir vorzustellen? Er fragt dich, wo bist du? Wo stehst du in deinem Glauben? Was hältst du von mir? Wie stehst du zu mir? Was erwartest du von mir? Nimm dir vielleicht 15 Minuten Zeit, um mit ihm darüber zu sprechen. Und wenn deine Gedanken zu Ende gekommen sind, dann mit ihm gemeinsam über das Gelesene nachzudenken. Eine gesegnete Zeit dabei.